Hey Leute, willkommen in der Zocker-Lounge. Ich bin Patrick und es ist wieder Zeit für ein kleines bisschen Retro. In diesem Sinne, hier sind die Top 10 Videospiele von 1994. Ja, wenn man sich das Jahr 94 aus Gamersicht anschaut, dann darf natürlich ein Ereignis nicht fehlen und das ist der Release im Dezember der PlayStation 1 von Sony. Also der Einstieg von Sony in der Videospielebranche. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal die Plätze 10 bis 8 an, denn auch andere Plattformen und ja, allen voran der PC hatten viel zu bieten. Um uns sind der Himmel, das Land und die Seen. Und wir fragen uns, sind wir die Einzigen? Lange vor unserer Zeit herrschten die Menschen über die Erde. Sie taten wundersame Dinge und versetzten ganze Berge. In einer fernen Zukunft, in der sich die Menschen durch Kriege und den ignorierenden Klimawandel selbst ausgerottet haben, beginnen Tiere das Erbe ihrer Vorfahren anzutreten. Diese haben im Spiel das Zivilisationsniveau des Hochmittelalters erreicht und sich in Stämme organisiert. Im Point-and-Click-Adventure Erben der Erde spielt ihr den Fuchs Riff, dem zur Last gelegt wird, die Sturmkugel, also eine Hinterlassenschaft der Menschen, gestohlen zu haben. Achtung, Achtung! Im Namen des Wartkönigs erkläre ich hiermit den Jahrmarkt offiziell für beendet. Was soll das bedeuten? Die Sturmkugel wurde von ihrem Aufbewahrungsort gestohlen. Seht ihr diese Medaille? Die ist für den zweiten Platz im Rätselwettbewerb. Wenn irgendwer die Kugel finden und zurückbringen kann, dann bin ich es. Um seine Unschuld zu beweisen, macht ihr euch begleitet von einem Keiler und einem Elch auf die Suche und entdeckt nebenbei viele Relikte der Menschheit. Ja, dieses Spiel war tatsächlich das einzige Point-and-Click-Adventure, welches ich als Kind ohne Komplettlösung allein durchspielen konnte. Was natürlich auch am eher moderaten Schwierigkeitsgrad lag. Zudem blieb die phänomenal gute deutsche Sprachausgabe in Erinnerung. Wenn Sie versuchen zu entkommen oder nicht zurückkehren wollen, dann befehle ich Ihnen, jedwede Gewalt anzuwenden, die nötig ist, die beiden vor Gericht zu stellen. In Little Big Adventure spielt ihr Twinsen, also einen Quetsch, auf dem Planeten Twinsan. Der Adventure-Mix aus Jump'n'Run und Rollenspiel wurde in echten 3D-Polygon-Modellen dargestellt. Also ein richtiger Hingucker 1994 und ein richtig hässlicher Pixelmatsch heute. You've returned at last, my love. Come inside quickly. All the clones must be looking for you. Nach der Flucht aus einem Gefängnis und der Heimkehr zu seiner Frau Zoe wird diese vor seinen Augen entführt. Also begibt sich Twinsen auf die Suche nach ihr und kämpft mit Hilfe von Rebellen gegen den bösen Diktator Dr. Funfrox. Das ursprünglich für den Super Nintendo entworfene Spiel war eines der ersten Highlights der nagelneuen PlayStation-Konsole und erschien zudem auch für MS-DOS. The Need for Speed war der erste Teil der Need for Speed-Serie von EA, wie ihr sie heute kennt.
Diese erschien 1994 zunächst auf der 3DO-Konsole. Kennt ihr nicht? Macht euch nichts draus, ich auch nicht. Daher folgte auch zügig der Port für den PC. Im Spiel stehen euch 8 Autos zur Verfügung, die ihr auf 7 Strecken fahren konntet. Hattet ihr alle gewonnen, konntet ihr zudem mit Lost Vegas noch eine Zusatzstrecke freischalten. Die Besonderheit war, dass ihr mit Gegenverkehr rechnen musstet und ihr die gesamte Strecke von der Polizei gejagt wurdet. Und ja, auch dieses Spiel war für die damalige Zeit grafisch das totale Brett. Übrigens wurde im Jahr 2013 eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen für einen zweiten Teil von Erben der Erde. Die wurde aber schon nach 9 Tagen wieder abgebrochen, weil praktisch gar keine Finanzierungsspende eingegangen ist. Seit 2015 probiert man es daher über eine Patreon-Kampagne. Aber auch hier gehen monatlich nur, Stand heute, 155 Euro ein, also das wird dann wohl eher nichts. Gut, wir machen weiter mit den Plätzen 7 bis 5. Unsere respektlosen Feinde haben es gewagt, mich, den Kaiser dieses Reiches, zu ihrem Angriffsziel auszuwählen. Eine kleine Schar der feindlichen Soldaten konnte hier auf Tilroa gefangen genommen werden. Sie hatten noch keinen größeren Schaden angerichtet. Ruhe! Wing Commander 3 darf in diesen Top 10 definitiv nicht fehlen. Krempelte es doch die Serie zu einem echten Blockbuster-AAA-Spiel um. Mit einem Budget von 5 Millionen US-Dollar gehörte Teil 3 auch lange Zeit zu den teuersten entwickelten Videospielen überhaupt. Dies kam unter anderem durch die vielen Realfilm-Videosequenzen, in denen unter anderem Mark Hamill aka Luke Skywalker, Malcolm McDonald und John Rhys Davies mitwirkten. Deshalb wurde das Spiel auch lange Zeit als interaktiver Film beworben. Willkommen an Bord, Sir. Spielen wir eine Partie? Sie dürfen sich ein Spiel aussuchen, da Sie hier neu sind. Von Vorschriften halten Sie wohl nicht sehr viel. Nein, Formalitäten werden unwichtig, wenn man den Großteil seiner Zeit damit verbringt, am Leben zu bleiben. Im Spiel besiegt ihr die gegnerischen Kilrati auf deren Heimatwelt final und beendet den großen Krieg. Ja, vorerst. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Du hast den Spaß verpasst. Was mir sehr leid tut. Ich hab satt, ein Schreibtischflieger zu sein. Du hattest einen kleinen Zusammenstoß mit Tracketh? Ja, ganz richtig. Du verfluchter Mistkerl. Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Ist es ein Ego-Shooter? Oder doch eine Flugsimulation mit einem Raumschiff auf LSD? Diesen passte irgendwie nirgends so richtig rein. Und das wollte es eigentlich auch gar nicht und hatte das auch gar nicht nötig. Jedenfalls steuerte man hier ein Raumschiff durch Dungeons und ballerte sich mit Plasmakanonen und Raketen durch die Gegnermassen. Das Besondere wiederum hier war, dass hier nicht nur geradeaus oder zurück oder zur Seite, sondern frei beweglich auch nach oben und unten im dreidimensionalen Raum agieren konntet. Aber mein Highlight war der Karteneditor, in dem ihr lange vor einem Unreal-Editor dreidimensionale Räume gestalten konntet und somit auch eigene komplexe Levels. Die Story im Spiel handelt davon, dass Außerirdische die Schürfroboter in den Bergwerken auf dem Mond und den Planeten unseres Sonnensystems unter ihre Kontrolle gebracht haben. Die wenigen menschlichen Angestellten wurden gefangen genommen oder getötet.
Eure Aufgabe ist es jetzt daher, als Söldner die Bergwerke von den Robotern zu säubern, die Gefangenen zu befreien und die Hauptreaktoren der Minen zu zerstören. Ja, ja, man kennt's. Dumm etablierte vor allem eins. Kopf aus, losballern und im Idealfall entspannen. Und da das so gut funktionierte, schob id Software 94 gleich den zweiten Teil hinterher. Streng genommen war es eher ein Add-on zum ersten Teil, denn so wirklich neu war hier nichts. Neue Levels mit etwas abgeänderten Texturen, 2-3 neue Gegner und eine doppelläufige Schrotflinte. Fertig. Aber mal ehrlich, mehr braucht es aber auch nicht, da ja, Kopf aus und so. Im zweiten Teil verschlägt es den Space Marine jedenfalls wieder auf die Erde, wo er feststellen muss, dass die Dämonen mittlerweile auch hier ihr Unwesen treiben. Also, Waffe in die Hand und auf alles ballern, was sich bewegt. Doom 2 enthielt übrigens zwei geheime Levels aus Wolfenstein 3D. Diese stellten Bereiche der Hölle dar, die von Nazis bevölkert wurden. Ja, und da das in Deutschland wahrscheinlich und in Europa nicht so gut ankommen würde, hatte man das auch direkt aus der europäischen oder deutschen Version rausgeschnitten bzw. weggelassen. Das hat aber alles nichts geholfen, denn Doom 2 wurde auch so direkt indiziert. Ja, übrigens nur bis Ende 2019. Und deshalb darf ich da jetzt mit euch drüber reden. New Atlanta, Sector 11, Building 71G. 7 April, 2072. 11:13 p.m. Hacker begins unauthorized entry into the Tri-Optimum corporate network. 1:26 a.m. Hacker attempts to access protected files concerning Space Station Citadel. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Hacker und schaltet die Beschränkungen einer KI ab. Als Dank erhaltet ihr ein militärisches Interface, weil Cyberpunk und so, für das ihr euch 6 Monate lang in einen künstlichen Heilschlaf legen müsst. Als ihr schließlich erwacht, müsst ihr feststellen, dass die KI alle Menschen auf der Raumstation, auf der ihr euch gerade befindet, in Cyborgs verwandelt hat oder getötet hat und nun die Erde bedroht. Ja, so oder so ähnlich beginnt jedenfalls die Story von System Shock. Das extrem auf Cyberpunk setzende Spiel kann auch gut und gerne als der Vorgänger von Cyberpunk 2077 gesehen werden und etabliert dieses Szenario mit künstlich aufgewerteten Menschen hier erstmals in einem Videospiel. Revolutionär war der Einzug der sogenannten ersten Physik-Engine. So fielen beispielsweise an die Wand geworfene Gegenstände von selbst zu Boden. System Shock war auch nicht einfach nur ein Shooter wie Doom. Ihr konntet euren Charakter selbst auf Action- oder Rollenspiel auslegen und zudem eure Spielfigur mit Implantaten und Interface und Upgrade-Modulen und so weiter weiterentwickeln. Der rasant alternde Super Nintendo hatte ein Problem. Die neue PlayStation-Konsole von Sony war in allen Belangen überlegen und die Nintendo 64 war noch Zukunftsmusik. Also entschied man bei Nintendo, alles auf eine Karte zu setzen und Zusatzhardware in das Modul von Donkey Kong Country einzubauen. Dadurch wurde es möglich, der alten 16-Bit-Konsole 24-Bit-Bilder beizubringen. Auch wenn das Spiel dadurch damals mit ca. 150 D-Mark vergleichsweise teuer wurde, leistete es aber eine Grafik, die der PlayStation tatsächlich optisch überlegen war. Der Plan für Nintendo ging auf und es wurde ein extremer Hype erzeugt. Und Donkey Kong wurde weltweit ein Riesenerfolg und machte den Entwickler Rare zur absoluten Kultmarke, welche darauf noch 2 Fortsetzungen nachschob. Ehe man es bei Nintendo an anderer Stelle in den Sand setzte, aber egal, andere Geschichte.
As a test of your abilities, the king has appointed you as regent over a small parcel of land. Since we must keep our armies in the field well supplied, you ought to build the town into a farm. Von Dune 2 inspiriert, entschied man bei Blizzard Entertainment, ein eigenes Echtzeitstrategiespiel zu entwickeln. Dabei raus kam dann der erste Schlagabtausch zwischen Orks und Menschen in Warcraft, welches später auch noch 2 Fortsetzungen bekommen sollte und in World of Warcraft eskalieren sollte. Im ersten Teil spielten sich beide Völker noch fast gleich und unterschieden sich lediglich in ihren Spezialfähigkeiten. Hingegen neu war, also für ein Echtzeitstrategiespiel dieser Zeit, dass man jetzt 4 Einheiten gleichzeitig anwählen und steuern konnte. Aber ja, streng genommen war Warcraft wirklich nur ein technischer Klon von Dune 2, was dem Spiel auch immer vorgeworfen wurde. Und das nervte die Leute bei Blizzard so richtig. Und deshalb sollte später dieser Makel mit 3 völlig unterschiedlich spielbaren und perfekt gebalanceden Völkern in StarCraft ausgemerzt werden. Yes, my lord, yes. Übrigens sollte Warcraft zunächst im Tabletop-Universum von Warhammer angesiedelt werden. Da das dann aber nach langem Hin und Her mit der Lizenz nicht klappte, hat man sich schlussendlich für den Namen Warcraft Orcs and Humans entschieden. Noch heute kann man daher die ähnlichen Charaktermodelle beider Universen sehr gut erkennen. Ja, da sie einfach nur kopiert wurden. Nun aber zu Platz 1. Ja, sicher kontrovers, aber für mich heute noch ein echtes Highlight. The Listening Bank. Dad, I'm really bored. Bored? Hey, you there! Hey? Good day to you! Please don't be afraid. I'm the advisor, and I'm here to take you to a magical land. You first, lad. Friends can come too. And even grown-ups. Oh, I almost forgot. You too. Zugegeben, Platz 1 ist eine reine Bauchentscheidung und basiert nicht auf irgendwelchen Zahlen. Denn mit diesem Spiel hier konnte ich mal so richtig was anfangen. Ja, und das nicht nur über ein paar Tage oder ein paar Wochen, sondern über Monate und Jahre. Im Wirtschaftssimulator Theme Park, dem ersten seiner Art von Bullfrog Productions, müsst ihr einen Vergnügungspark aufbauen, mit Attraktionen bestücken und dabei möglichst viele Besucher in euren Park locken, um so möglichst viel Kohle zu scheffeln. Dabei schreckt ihr als kleiner korrupter Manager auch nicht davor zurück, eure Pommes via Schieberegler zu versalzen, damit eure Besucher direkt noch was zum Trinken kaufen müssen. Und natürlich habt ihr deshalb die Getränke hoffnungslos überteuert eingestellt. Eh klar. Theme Park legte den Grundstein für zukünftige Aufbausimulationsspiele und gilt als der geistige Vorfahre von Rollercoaster Tycoon. Der Name Theme sollte ähnlich wie der Name Sim für eine Reihe an Spielen stehen. Es kam allerdings nur noch Theme Hospital dazu, welches aber auch klasse war. Yeah.
Na, geht ihr konform mit mir oder habt ihr eine andere Meinung? Das waren jedenfalls die Top 10 Videospiele von 1994, meiner Meinung nach. Wir machen einen Haken dran. Und ja, die nächste Folge mit 1995, dann demnächst hier auf eurem Lieblings-Retro-Gaming-YouTube-Siedler-Kanal, whatever, der Zocker-Lounge. Haut rein.